meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf uns. So, und weiter geht's. Aufgenommen. Mika, Leute, Tammy, ihr geht es gar nicht gut. Ja, immer noch ist sie, ne? Hat sie gereiert. Was ist denn los, Mika? Was Tammy die gereiert hat? Ich weiß auch nicht. Aber die sind ja besessen, alle. Sie hat starkes Fieber, ihre Stirn ist glühend heiß. Und sie übergibt sich immer wieder. Ja. Weihnachtsmannmütze halt, ne? Nikolausmütze. Ich bin jetzt gleich bei den Autos. Shit, das hört sich nicht gut an. Sie ist komplett weggetreten. Also sie ist komplett weggetreten. Verdammt, das ging alles so schnell. Was ist denn nur los mit ihr? Sandy, bitte beeil dich. Mika, deck sie gut zu und gib ihr viel Wasser zu trinken. Ihr solltet sie schnellstmöglich zu einem Arzt bringen. Das hatte jetzt, glaube ich, Priorität. Ja. Scheiß auf die Medikamenten jetzt mal. Genau. Zero-Drink. Leute, ich hatte auch noch mal mit Tomji darüber gesprochen. Ich weiß, ihr haltet mich für verrückt, aber ich kann es spüren. Dieser Ort ist böse. Ihr seht doch selbst, was gerade mit Tammy passiert. Bitte lasst uns abbrechen und lasst uns hier einfach verschwinden. Jetzt übertreibst du es aber, Sandy. Wir dürfen jetzt bloß nicht die Nerven verlieren. Ich habe echt Angst. Hör mir bitte zu, Sandy. Sobald es Tammy etwas besser geht, hauen wir ab von hier. Okay, Sandy? Aber ihr geht's nicht besser. Versprochen? Versprochen. Ich will hier nicht eine Minute länger bleiben als nötig. Erstmal musst du ja den Weg wiederfinden. Ach so, plötzlich? Wie kommst du, Leon? Erzähl ich euch später. Jetzt müssen wir Tammy helfen. Unbedingt. Mika, kannst du Tammy nicht einfach zu den Autos bringen? Nein, das schaffe ich unmöglich alleine. Sie ist kaum noch bei Bewusstsein. Die Medikamenten bringen doch jetzt nichts mehr. Tammy braucht ärztliche Hilfe. Eben. Ja, aber dafür müssen wir sie zu den Autos schaffen. Ja, bring doch mal hin. Sandy, vergiss die Medikamente und bring bitte die Landkarte mit. Wir müssen sie direkt ins nächstgelegene Krankenhaus bringen. Und bei dem beschissenen Empfang, hier will ich mich ungern auf Google Maps verlassen. In Ordnung. Wo sind denn die Karten? Sie liegen im Handschuhfach. Verdammt. Wir werden eine Weile unterwegs sein. Hoffentlich hält Tammy durch. Ja, aber nichts zu tun ist schlechter. Je schneller wir loskommen, desto besser. Verdammt, ich mache mir echt große Sorgen um sie. Schaut einfach, dass ihr schnell wie möglich dort wegkommt. Ihr müsst die Ruhe bewahren. Wie weit ist denn etwa bis zum nächsten Ort? Das ist egal. Die müssen da weg. Einfach weg, einfach weg. Nichts wie weg. Leon, wie lange brauchst du, bis du hier im Speisesaal bist? Allein schaffe ich es nicht mit Tammy zu den Autos. Tierney hat recht. Selbst die Medikamente werden ihn nicht mehr ändern. Ich kann es nicht genau sagen. Ich mache so schnell ich kann. Und wenn ich durch ein verdammtes Fenster springen muss. Aber auf einmal war ich im 10. Stock. Bitte beeil dich, Leon. Oh Gott, das kann doch alles nicht sein. Was jetzt? Die Autos sind weg, oder was? Schaut euch das mal an.
Und die Autos sind kaputt. Oder verschimmelt. Oder verrostet. Oder alles. Nein! Was ist das denn? Was soll ich mir genau anschauen? Das sind Autos. Ja, richtig. Hä? Und dann? Sandy, was genau meinst du? Ich kann hier nichts Ungewöhnliches erkennen. Autos, was ist damit? Das wüsste ich auch gerne. Bitte Leute, das ist kein Spaß mehr. Was denn? Wir müssen sofort die Polizei informieren. Was? Sandy, wovon redest du überhaupt? Wovon ich rede? Unsere Autos sehen aus, als kämen sie direkt aus einer Schrottpresse. Wie ist das nur möglich? Was? Sieht doch gut aus. Na gut, gegen vielleicht Markenverehrung oder so. Hier mal hier so. Was ist das? Ein Honda oder was, ne? Ja, gut. Kann man sich eine bessere Marke auswählen, aber so gleich so abzugehen? Sandy, auf den Fotos alles ganz normal. Die Autos stehen da, so wie wir sie ja hinterlassen haben. Was soll das? Seid ihr eingeschnappt, weil ich weg hier von hier will? Hä? Guckt euch das Bild doch an! Unsere Autos sind nur Schrott! Sandy, du bildest es ein. Nein, Sandy, die Autos sind völlig in Ordnung. Sandy, bitte, jetzt hol die Karten und komm wieder zurück. Jetzt hört auf damit! Jerry, könntest du bitte deiner Ex sagen, dass sie nicht durchdrehen soll? Dankeschön dafür. Sandy, du kennst mich. Ich würde dich in solch einer Situation niemals anlügen. Auf dem Foto ist wirklich nichts zu sehen. Mein Auto! Es ist völlig demoliert. Renault, Pech gehabt, ne? Hättest dir was anderes aussuchen können, eine andere Automarke, ne? Renault ist nicht die beste Automarke, aber deswegen ist das Ding doch nicht Schrott. Sandy, dein Auto ist völlig in Ordnung. Nein, ist es nicht. Was? Ja, es ist, wie gesagt, es ist ein Renault. Bleib jetzt bitte vernünftig, Sandy. Ich versuche so schnell es geht bei dir zu sein. Jerick hat recht. Du musst jetzt die Nerven behalten und an Tammy denken. Beeil dich, Jerick. Dann wirst du sehen, dass ich nicht verrückt bin. Ihr alle werdet das sehen, ja. Also, ihr alle werdet das sehen, ja. Ja. Es ist, als würde mich dieses verdammte Haus nicht gehen lassen wollen. Als würde es mich festhalten. Ich bin jetzt in diesem Raum. Sieht aus wie ein Kellergewölbe. Hier ist es stockdunkel. Hast du dein Handy zum Beleuchten? Ei, das ist schön, schön muckelig. Da haben auch Kinder gewohnt hier unten. Die Kellerkinder. Mhm. Die haben das Kellerbier gebraut. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ich könnte schwören, dass ich noch nie im Leben hier war. mir kommt der Raum auch bekannt vor. The Healing, Dr. Cruz verließ. Warte, nein. Scheiße, kalt hier drinne. Oh Gott, jetzt fällt es mir wieder ein, Tom G.
Doch was als Mutprobe begann, wurde von einem tragischen Ereignis überschattet, als eine Gruppe Jugendlicher auf einen nächtlichen Streifzug durch das verlassene Gebäude die Leiche des 17-jährigen Thomas S. entdeckten. Der Junge, der als zurückgezogener Einzelgänger galt, hatte sich offenbar im Keller des Hauses das Leben genommen. Genau. Das ist der Raum, in dem sich dieser Thomas... Das wird jetzt echt zu heftig, Leon. Ich dachte gerade, ein Handy hat vibriert. Sag mal. Ich muss sofort raus hier. Da vorne ist ein Durchgang. Ja. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Was soll das hier sein? Ist die hängt und die Leiche noch da, oder was? Nee. Wäre geil, wenn jetzt hier die Leiche da hing, oder was, ne? Aus einem anderen Winkel betrachtet. Wieso bist du noch dort? Ich dachte, du wolltest abhauen. Ich bin durch die Tür, aber das hier ist exakt der gleiche Raum. Wie ist das möglich? In Silent Hill ist sowas auch möglich. Das kann nicht sein. Doch, ich bin mir sicher. Guck dir das an. Da, 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 da. Hier ist ein Pfeil drauf. Kannst du den Pfeil mal folgen? Siehst du den Pfeil rechts neben dem Bett? Ich habe mir Sandys Rat zu Herzen genommen und angefangen, Wegmarken zu setzen. Alter, so richtig so Gehirnblackout gerade, ne? Und exakt diesen Pfeil habe ich vorhin mit meinem Messer in die Wand geritzt. Nur, das war hinter dem verdammten Durchgang. Geh doch mal andersrum. Jetzt hier gleich Kamera. Augenblick, ich schau mal in Kamera. Hörst du das? Was ist das? Ja. Wir wollen einfach fortsetzen. Warum muss ich immer noch hacken, Kinder? Tom G. Schritte. Ich wollte es die ganze Zeit nicht wahrhaben. Sandy hatte recht, Tom G. Wir hätten alle auf sie hören sollen. Dieser Trip, dieser ganze verdammte Ort ist verflucht. Bis gerade eben dachte ich noch, das alles lässt sich irgendwie erklären. Aber jetzt... Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Wieso? Ist etwa echt etwas mit dem Autos? Wieso, was ist los, Jarek? Aber du warst doch so überzeugt, dass Sandy übertreibt. Ja, aber ich lag falsch. Hier im Wald. Irgendwas ist hier. Du meinst, du wärst verfolgt? Ja, verdammt. Zuerst dachte ich, ich bilde mir das ein. Aber ich bin mir sicher, irgendetwas ist hinter mir her, Tom G. Das ist Oni. Ich höre Stimmen aus dem Nebel. Ich sehe Schatten. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Vielleicht halluziniere ich jetzt auch schon. Sorry, Jarek, aber ich kann beim besten nichts hören. Ich bin mir nicht sicher. Nein, Jarek, die Stimme, ich konnte sie auch hören. Mach mir Angst, du wärst verfolgt. Spooky.
Dann habe ich mir das also doch nicht eingebildet. Ich habe echt Angst. Ich meine, ich bin ein echter Typ, ne? Aber dem bin ich nicht gewachsen. Verdammt. Eigentlich müsste ich schon längst beim Auto sein. Keine Ahnung, es ist dasselbe wie bei Leon. Der Weg scheint viel länger zu sein als vorhin. Kommt dir nur so vor. Du darfst jetzt nicht die Nerven verlieren, Jarek. Konzentrier dich, Jarek. Jetzt sag mir bitte nicht, du hast dich auch noch verlaufen. Eieieiei. Ah, ja. Nein, fuck. Ich könnte schwören, dass ich den gleichen Weg gegangen bin, den ich auch gekommen bin. Aber wo zum Teufel ist der verdammte Parkplatz? Dieses verdammte Waisenhaus, wir hätten niemals herkommen dürfen. Aber du hast es egal drauf. Na, denk an Fonzi. Es ist wichtig, dass du ruhig bleibst, Jarek. Leicht gesagt, Tomji. Leicht gesagt. Diese verdammten Stimmen. Sag bitte nichts hier von den anderen. Die sind sowieso schon völlig am Ende. Mach ich nicht, versprochen. Beeil dich einfach, damit du so schnell wie möglich Sandy zum Auto kommst. Okay, ich glaube fast, die Gerüchte sind wahr. Dieses Waisenhaus ist verflucht, ja, hast du schon mal gesagt. Es treibt uns nach und nach in den Wahnsinn. House on Haunted Hill. Wir müssen unbedingt herausfinden, was dieser von uns alles weiß. Und nochmal hacken. Ich tue ja schon, was ich kann, aber uns läuft die Zeit davon. Eben. Und genau deshalb musst du Fons persönlich kontaktieren. Hä? Das alles ist inzwischen echt zu krass. Bum, bum. Seine Kontaktdaten lauten 26, 31, 54. Bitte, Tomji, versuch so viel wie möglich von ihm zu erfahren. Okay, ich werde versuchen. Bin gespannt, ob ich was aus ihm rausbekommen kann. Flup und auf Line. So, einmal Fonzi Bonzi. 2, 6, 3, 1, 5, 4, Bans, Fonzi, Flonzi. So, Kinderchen, das war schon wieder für heute. Wir sehen uns wieder in der neuen Folge. Bis dahin, tschüssli, Müsli.